Ja, liebe Friedensleute von nah und fern, seid herzlich willkommen zu dieser Aktionskonferenz von Stopp RBS Rammstein hier in der Franziskuskirche. Mein Name ist, wie schon gesagt, Helmut Schmidt. Ich bin Mitglied in der Pfälzischen Initiative Entrüstet Euch. Und das ist ja die örtliche Gruppe, wenn man so will, der Rammstein-Kampagne. Ich möchte ein paar Worte von uns zu eurer Begrüßung sagen. Vor über 2 Jahren hat sich unsere Initiative gegründet. Wir haben uns ein eigenes Selbstverständnis erarbeitet und veröffentlicht. Unser Ziel war es und ist es, über die Airbase Rammstein, ihre militärische Bedeutung, über den von ihr ausgehenden Drohnenkrieg, über ihren permanenten Lärmterror, ihre Luftverschmutzung und anderes mehr aufzuklären und so dazu beizutragen, dass Rammstein geschlossen wird, endlich geschlossen wird. Aber dass die Schließung der Airbase Rammstein eine ganz, ganz harte Nuss ist, weil sie ein so absolut wichtiger Baustein für das US-Imperium ist und die Durchsetzung von dessen weltumspannenden Kriegsplänen. Das weiß jeder, der sich einlässt und mitmacht bei diesem Vorhaben. Einer der großen Vorkämpfer in der Richtung ist Wolfgang Jung, Fee Striefler, beide möchte ich an der Stelle einfach mal so nebenbei grüßen, sind ja nicht da. Aber trotz alledem. Ja, Rammstein schließen. Von unseren transatlantisch gebrieften Politikern ist dabei keine Hilfe zu erwarten. Und auch nicht von den höchsten Gerichten unseres Landes. Erst vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einer Klägerin wegen den Büchel Atomwaffen beschieden, dass der Schutzbereich der Grundrechte des Grundgesetzes dort endet, Zitat, wo ein Vorgang in seinem wesentlichen Verlauf von einer fremden Macht nach ihrem von der Bundesrepublik Deutschland unabhängigen Willen gestaltet wird. Zitat Ende. Dieses Kuschen unseres höchsten Gerichtes vor dem Imperium ist sehr, sehr deprimierend und desillusionierend. Aber liebe Leute, wir sind ja nicht hier, um uns hier larmoyant zu bemitleiden. Lass mich kurz an etwas erinnern, was die ein oder der andere sogar miterlebt hat. Heinrich Böll hat in seiner Rede am 22.10.83 im Bonner Hofgarten am Ende auf eine sehr bemerkenswerte Sache hingewiesen. Er sagte, in Mutlangen, der dortigen US-Basis, habe man Zettel an die Demonstranten herausgereicht, auf denen stand "Don't yield", gebt nicht auf. Ich denke, das sollte auch unsere Botschaft hier heute von euch, von uns sein. We don't yield, wir geben nicht auf. Ja, we don't yield, wir geben nicht auf. Unser Mut muss langen. Und Mut werden wir brauchen, irgendwann vielleicht bald sehr viel. Uns bleibt keine Wahl, singt Hannes Wader. Und es gibt ganz gewiss sehr, sehr viele Leute, die auf unserer Seite stehen, die auf uns bauen und hoffen, auch wenn sie hier nicht präsent sind, beziehungsweise nicht da sein können. Vielen Dank.